Na dann, eben der Archäologe. Hallo, mein Name ist George. Oh, Verzeihung, Sie haben mich etwas erschreckt. Bom dia, mein Name ist Professor Arruda. Oh, kennen wir den Namen nicht schon? Arruda? Moment. Mal ganz kurz mal eben die Nase. So, ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ja. So, Professor Arruda. Was tun Sie da bei dem Brunnen? Das ist doch kein Brunnen. Das ist eine jahrhundertealte Zisterne. Zisterne? Ah. Was ist das? Heilige Mutter, das ist ein unterirdischer Auffangbehälter für Regenwasser. Aha. Und was tun Sie da bei der Zisterne? Ich blicke hinein. Das sehe ich. Aber warum? Ich bin Archäologe und ich darf sagen, dass ich einer ganz großen Entdeckung auf der Spur bin. Und um was handelt es sich dabei? Sie interessieren sich wirklich für Geschichte? Vor etwas über einem Jahr habe ich mich das auch gefragt. Aber dann kam die Sache mit diesen verrückten Templern, die... Sie scheinen wirklich Interesse an Geschichte zu haben. Haben Sie etwas Zeit? Dann erzähle ich Ihnen, wie das von Anfang an war. Klar. Oh, das wird jetzt eine Geschichtsstunde. Da kann ich ja mein Brot weiter essen. Also, wie Sie vielleicht wissen, war Portugal seit jeher das Paradies der Tempelritter. Es war neben Frankreich das erste Land in Europa, in dem der Orden nach seiner Gründung 1119 in Jerusalem Fuß fasste. 1128 bekamen sie von der damaligen Königin Tressa das Kastell von Sure geschenkt, das direkt an der Halbmondfront lag. Halbmondfront? Sie meinen die Front mit den Arabern? Mit den Mauren, ganz richtig. Tressas Sohn und Nachfolger Alfonso, ein Templer, eroberte 1147 mit der Hilfe der Tempelritter die arabische Festung Lushpuna. Heute heißt sie Lissabon. Alfonso machte Portugal unabhängig und wurde der erste portugiesische König. Aus Dankbarkeit schenkte er dem Orden ein Gebiet im Herzen des Landes, wo die Templer diese Burg bauten. Der Meister des Templerordens war zu dieser Zeit Gualdin Paiš oder Galdinus, wie er auch genannt wurde. Tomar wurde die militärische Schaltzentrale der Templer. Großartig, das wussten wir alles noch nicht. Und weiter? 1291 fiel die letzte christliche Bastion im Heiligen Land und Europa gab den Templern die Schuld. Unheil braute sich über dem Orden zusammen. Ein verdeckter französischer Ermittler namens Esquieu erfuhr im Gefängnis von einem ausgestoßenen Templer, von deren satanischem Treiben und meldete dies dem französischen König Philipp dem Vierten? Sie kennen die Geschichte? Zum Teil, aber machen Sie weiter. Nun, im Zentrum der Anklage stand ein mysteriöses Götzenbild mit drei Gesichtern namens Baphomet. Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber selbst weitererzählen wollen? Nein, aber den Teil mit Baphomet können Sie überspringen, den kenne ich schon zur Genüge. Auch, dass das Originalgötzenbild hier in Tomar sein soll? Nein, das ist mir neu. Fahren Sie fort. Diese Information stammt aus einem Protokoll der Inquisition. Es wurde nie gefunden, aber in einem Raum in der Burg ist noch heute ein Baphomet-Bildnis. Es ist der Schlussstein zum Küchengewölbe. Wird er entfernt, stürzt die Decke und mit ihr alle darüber liegenden Stockwerke ein. Ich glaube, meine Mission könnte schwieriger werden, als ich sie zuerst eingeschätzt hatte. Aha. Zurück zu den Templern. Genau. Nun, am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ließ Philipp IV. Alle Templer in Frankreich verhaften. Auch in Spanien wandte man sich gegen die Templer, nachdem die arabische Bedrohung beseitigt worden war und die Templer nicht mehr von Nutzen waren. Die spanischen Templer flohen 1308 über den Tejo nach Portugal, in die Festung Almorol. Sie nahmen ihre Schätze mit und man vermutet, dass sie später hierher nach Tomar gebracht wurden. Aber wieso glaubten die Templer in Portugal sicher zu sein? Der portugiesische König Dinis hatte die Taten der Templer nicht vergessen und war ihnen dankbar. Er gewährte ihnen Schutz. Tatsächlich war er es, der zusammen mit dem Templermeister João Lourenço den Orden unter anderem Namen neu gründete. Als Orden der Christusritter lebten die Templer hier weiter. Selbst ihr Markenzeichen, das Rote Kreuz, behielten sie. Können Sie mir noch eine Frage beantworten? Sicher. Welche Rolle spielt dann der Prinz von Xihang? Ich habe Beweise, dass die Templer damals mit dem chinesischen Hofadel in Verbindung standen. Das stimmt. Jacques Dumoulin bat Prinz Dorimacha II. Um 100.000 Soldaten seines Hofes, um so die Schlacht zu gewinnen. Und hätte er sie bekommen, wäre die Schlacht siegreich, wenn auch blutig, gewonnen worden.
Er hat sie nicht bekommen? Nein, der Prinz hatte Zweifel an der Loyalität Dumoulins und ließ ihn nach langen, nervenaufreibenden Verhandlungen wie eine heiße Kartoffel fallen. Dumoulin schwor damals Rache, doch es kam anders. Ich vermute, dass die heutigen Tempelritter sich am Hofadel für den damaligen Verrat, denn als solcher wurde es betrachtet, rächen wollen. Nur weiß man bis heute nicht genau, wo sich der Kern des Hofadels aufhält. Mhm. So, das ist jetzt, glaube ich, noch der Schlussstein, ne? Aber was ist jetzt mit der Zisterne? Welche Zisterne? Ach so, aber sicher, darauf komme ich jetzt. Diese Zisterne ist viel zu raffiniert gebaut, um einfach nur als Regentonne gedient zu haben. Ich vermute, dass die Templer hier etwas enorm Wichtiges versteckt haben. Moment, sagte er eben enorm wichtig? Meinte er vielleicht das Siegel, das ich suche? Erzählen Sie mir mehr darüber. Haben Sie schon nähere Details? Irgendwelche Vermutungen, was es sein könnte? Wer weiß das schon? Vielleicht das Siegel der Templer, welches bei der Auslöschung des Ordens verschwand. Vielleicht das fünfte Evangelium, das Christus eigenhändig schrieb und das so wie der Heilige Gral im Besitz der Templer gewesen sein soll. Das Siegel, die Rückkehr der Templer. Genau, die Zeit der Wiedergeburt, die Stunde der Rache, die Entstehung des neuen Imperiums. Und das mit Hilfe eines einzigen Siegels? Wie hätten die Templer das anstellen sollen, Professor? Die Frage sollte lauten, wie können die Templer das anstellen? Können? Ja, George, können. Nach der Ausrottung des Templerordens verschwand das Siegel spurlos. Philipp der Schöne ließ hunderte seiner Soldaten nach dem absoluten Wahrzeichen des Ritterordens suchen, denn er wusste genau, welche Macht dieses Siegel besaß und der Legende nach bis heute immer noch besitzt. Welche Macht? Sie haben wohl nicht zugehört, George. Die Macht der Rückkehr. Wollen Sie mir damit sagen, dass dieses Siegel mystische Kräfte hat? Seien Sie nicht dumm, George. Das Siegel an sich nicht. Aber ich vermute, dass es eine Art Mechanismus auslösen kann, durch dessen Aktivierung sich Einsteins Theorie der Raumkrümmung bestätigen könnte. Ja. Jetzt wird's sehr seltsam. Okay, aber wir haben ja schon richtig viel erfahren. Ich verstehe nicht genau, welche Rolle spielt Einsteins Theorie dabei? Durch die Krümmung des Raumes ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Und warum ist bislang noch kein Mensch in die Vergangenheit gereist? Woher wollen Sie das wissen? Wollen Sie damit... Nein, nein. Ich wollte damit nur andeuten, dass man sich seiner Sache nie sicher sein kann, George. Merken Sie sich das. Glauben Sie denn daran, dass Menschen bereits in die Vergangenheit gereist sind? Bislang jedenfalls nicht, denn keine Maschine der Welt ist imstande, dieses Tor aufrechtzuerhalten. Die Energie dieses Gravitationsfeldes zerfällt in wenigen Millisekunden und damit auch das Tor. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, korrekt? Das habe ich nicht gesagt. Fakt ist, dass es heutzutage Maschinen gibt, die das Gravitationsfeld für kurze Zeit öffnen können. Nur braucht man etwas, um es offen zu halten, es zu stabilisieren. Und hier kommt das Templer-Siegel ins Spiel. Wie kann ein einziges Siegel solche Energieströme stabilisieren? Es ist der Glaube, George. Millionen von Menschen sind im Glauben an dieses Wahrzeichen gestorben. Es hat so etwas wie eine eigene Kraft entwickelt, die stärker ist als das gesamte Gravitationsfeld und die das Tor somit offen hält. Das ist der mystische Teil bei der Sache. Die Templer brauchen dieses Siegel also, um dadurch das Gravitationsfeld zu stabilisieren und in die Vergangenheit zu reisen. Und was ergibt das für einen Sinn? Warum Zeit der Rückkehr? Schauen Sie, durch das Gravitationsfeld ist es möglich, durch die Zeit zu reisen. Allerdings nur eine bestimmte Zeit. 700 Jahre. Das leuchtet mir nicht ein. Denken Sie nach, George. Denken Sie nach. Was jährt sich in 3 Tagen zum 700. Mal? Die Schlacht von Paris. Genau, die Schlacht von Paris am 10. Oktober 1303. Hunderttausende Templer starben vor den Toren der Stadt bei dem Versuch, den damaligen König zu stürzen, um so Frankreich zu beherrschen. Da Frankreich damals die Macht Europas war, ist es nicht auszudenken, wie das Europa von heute aussehen würde, wenn die Templer die Schlacht gewonnen hätten. Und jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Die Neotempler werden versuchen, das Siegel an sich zu reißen und so einen Tag vor der Schlacht, also am 9. Oktober 2003, 700 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Dabei werden sie moderne Waffen mitnehmen, die Truppen zusätzlich durch ihre eigenen verstärken. Die Schlacht wäre ein Kinderspiel. Alles, was wir heute als moderne und demokratische Zivilisation kennen, würde von einem Moment auf den anderen aus unserem Gedächtnis verschwinden.
Das vermute ich zumindest. Keiner hat nur die geringste Vorstellung, welche Auswirkungen eine Veränderung der Vergangenheit auf uns Menschen in der Gegenwart hätte. Und wenn sie ihre eigenen Großväter töten? Großväter, versteht sich? Ach, so geht das mit dem Reisen in die Vergangenheit. Und ich habe immer gedacht, man müsste erstmal ein Wurmloch stabilisieren und man könne dann in die Vergangenheit zurückreisen, wenn es eine Sonneneruption gewisser Stärke gibt. Auf diesem Weg kann man natürlich auch wieder zurückreisen, dachte ich immer. Naja, gut. Warum eigentlich Rückkehr der Templer? Das dürfen Sie nicht so wörtlich nehmen. Mit Rückkehr ist vielmehr der symbolische Wert gemeint. Die Kultur der Templer, die durch den Eingriff in die Geschichte zurückkehren würde und auch wird, wenn wir sie nicht stoppen. Ich habe einen neuen besten Busenfreund gefunden, kann das sein? Was ist, wenn sich da unten nicht das Siegel befindet? Dann steh uns Gott bei. So Schande. Es geht immer noch weiter. Also, worauf warten wir noch? Lassen Sie uns reinklettern und nachsehen. Genau. Leider nein. Das portugiesische Kulturministerium hat Grabungsarbeiten verboten. Hä? Wieso das denn? Wer weiß. Aber jedenfalls darf ich dort nicht hinunter. Und Sie auch nicht. Why not? Und wenn Sie mal kurz einnicken würden und ein Ihnen völlig unbekannter Tourist fiele aus Versehen und sehr vorsichtig in dieses Loch und dort fände er... Vergessen Sie es, bei allem Forschergeist, ich werde mich an die Gesetze halten. Ach. Hier geht es aber um unsere Zukunft, Professor. Und Sie wollen sich an Gesetze halten? Die wird es bald nicht mehr geben, wenn Sie so weitermachen. Die Gesetze befolgen und anschließend getötet werden. Wo steht die TARDIS? Hat jemand den DeLorean gesehen? Gut, ne? Gibt es denn überhaupt nichts, was Sie dazu bringen könnte, den Brunnen zu verlassen? Ich fürchte, nein. Verdammt. Dann müssen wir ihn doch reinschubsen. Ich fürchte, wir müssen ihn reinschubsen. Hey, Junge, hilf mir, den Alten da reinzuschubsen. Si, falsch verworren. Und WB, Golgari, was hast du dir denn für ein leckeres Brot gemacht? Erzähl mal. Käsebrot bestimmt, oder? Könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Siehst genau. Du diesen Professor da drüben am Brunnen? Er lässt mich nicht am Brunnen arbeiten. Lenk ihn doch bitte ab. Und was springt für mich dabei heraus? Lass mal überlegen. Wissen Sie, Sir, ich habe es nie geschafft, dem Souvenirladenbesitzer etwas zu stehlen. Er scheint zwar immer abgelenkt, wenn er in seiner Zeitung liest, aber er hat Löcher hineingeschnitten, durch die er immer alles im Blick hat, sobald sich jemand nähert. Ich schwöre Ihnen, Sir, ich wollte mir nur einmal eine Tüte Burg-Schokoladenpralinen nehmen. Da hat er mir den Hosenboden versohlt, Sie glauben es nicht. Seitdem jagt er mich weg, sobald ich in die Nähe seines Ladens komme. Ich denke, das ist auch richtig so. Diebstahl ist keine gute Methode, sich sein Brot zu verdienen. Aber ich hatte damals kein Geld und ich habe noch nie Schokolade gegessen. Das kann ich allerdings verstehen. Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Also gut, hilfst du mir, wenn ich dir deine Schokolade besorge? Aber nichts lieber als das, Sir. Golgari, ich habe einen kleinen Zeitsprung gemacht, ich gebe es zu. Ihr habt es nicht gesehen, also ich kann so schnell blinken. Das passiert quasi in Sekundenbruchteilen und habt ihr gar nicht gemerkt. Ich bin mal schnell eben zu dir rüber, hab geguckt, was du da schmierst und dann... Ne? Du, okay, also er hier. Der Souvenirverkäufer muss abgelenkt werden. Sehr schön. Reden wir einfach mit ihm. Hi, ich bin es nochmal. Ich bin es. Ja. Jetzt komm schon, Junge, geh an den Stand. Verdammt. Okay, dann würde ich sagen, wir versuchen was vom Souvenirstand zu klauen. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Nein. Vielleicht später. Okay, was haben wir denn hier? Ein Magazin. Guck mal, wie wäre es mit dem Magazin? Da mal was Neues zum Gucken. Nö. Oh. Ein Bällekin? Keine gute Idee. Ach. Eine Nadel? Oh nein. Oh nein. Oder da? Nö. Nö. Wir können versuchen, hier mit Löcher reinzumachen. Oh nein. Oh nein. Dann hier... Oh, da können wir was nehmen. Den Besenstiel. Ich möchte noch keine Souvenirs... Okay, Besenstiel. Warum nicht? Kann man immer mal wieder gebrauchen. Mhm. Flash in weiblich, genau. Ob wir den jetzt damit ärgern können? Wir pieksen ihn jetzt damit. Keine gute Idee. Okay. Sieht aus wie ein kaputter Besen. Es ist nur noch der Stiel dran. Aha. Aber vielleicht kann man ihn benutzen, um Blätter aufzupixen.
Das wird nicht funktionieren. Hm. Oder so? Nein. Hm. Hm. Oder so? Keine gute Idee. Verdorie. Oder so? Das wird nicht funktionieren. Was kann ich mir denn hier jetzt... Eine Armbanduhr? Ach nee. Die habe ich doch vorhin schon da liegen sehen. Aber da konnte ich sie nicht nehmen. Also gut. Aus der Nähe sieht diese Armbanduhr gar nicht mal so billig aus. Einige Gravuren sind zu erkennen. Il Ackel Kalb. Nein! Irgendwoher. Ja, Il Ackel Kalb. Oh nein! Was hieß das nochmal? Das war was Böses. Il Ackel Kalb. Oh mein Gott. Ist das deine Uhr? Il Ackel Kalb. Verdammt. Hieß das nicht irgendwie, ich dein habe Vater schläft gefunden. Bei den Schweinen oder so? Irgendwie sowas? Danke. Und was bekomme ich sozusagen als Finderlohn? Sie erwarten einen Finderlohn? Also jetzt hören Sie mir mal zu. Sie bitten mich darum, Ihre Uhr zu suchen, was ich dann auch tue und dadurch wertvolle Zeit meines Lebens für Sie opfere und dann gewähren Sie mir noch nicht einmal einen Finderlohn? Also schön. Hier haben Sie einen Schlüsselanhänger. Entschuldigen Sie mein unfreundliches Auftreten. Nein, ich will keinen Schlüsselanhänger. Ich will Schokolade. Ich will Schokolade. Toll, Schlüsselanhänger. Hm. Kann ich das nein. Verbinden? Nein. Oder so? Lieber nicht. Aber danke für das Angebot. Souvenirstand. Ich muss nochmal mit dem Jungen reden. Der Arme, ich habe keine Schokolade für ihn bekommen. Ich habe einen Anhänger. Hm. Guck mal hier. Nein. Oh. Und was ist, wenn wir nicht runterklettern, sondern etwas raufholen? Auch nicht. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Mhm. Sie, falsch verworren. Mhm. Ich glaube, sonst haben wir hier auch nichts. Den Teppich halt, ne? Der ist schon, der beherrscht schon ein bisschen, ne? So wie er stand. Ich will deinen doofen Anhänger nicht. Das ist überhaupt kein portugiesisches Erinnerungsstück hier. Ich will keinen Anhänger, ich will Schokolade. Hm, ich glaube nicht. Okay, ich schaue nochmal in die Zisterne. Raja heißt in Wirklichkeit Violetta. Stimmt, der erste Buchstabe ist richtig. Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Der letzte auch, aber das ist bei den meisten Frauen so, oder? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Aber das ist nur ein Anhänger. Was soll ich jetzt dazu sagen? Gib ihm den Jungen. Der wird weinen, wahrscheinlich. Das wird nicht funktionieren. Ob ihm das auffällt, wenn ich den wieder auf den Stand lege und Schokolade nehme? Das wird nicht funktionieren. Nein, Souvenirstand. Ich möchte noch keine Souvenir. Vielleicht bis später. Ich möchte noch... Mhm. Ich möchte noch kein... Ja, ja. Aber der Verkäufer... Guten Tag. Ja. Ich habe Ihnen doch schon einen Finderlohn gegeben. Nein, das ist aber nicht gut. Ich will Schokolade. Haben Sie keine Lust mehr zu lesen? Oh. Ich habe nichts mehr zu lesen. Diese Zeitungen kenne ich in- und auswendig. Und außerdem, was geht Sie das an? War nur eine Frage. Ich gehe dann mal wieder. Auf Wiedersehen. Wartet mal. Genau, der Kleine wollte etwas von dem Stand klauen. Er wollte nicht Schokolade. Das war das letzte Mal, wo er erwischt wurde und den Hintern versohlt bekommen hat. Er will selbst etwas am Stand klauen. Dann würde ich sagen, geben wir ihm doch mal unsere Zeitung. Guck mal da. Wollen Sie vielleicht mal mein Magazin lesen? Sehr interessant. Das ist ja in Französisch. Das ist egal. Das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen. Na, da habe ich aber Glück, dass meine Mutter aus Bordeaux kam, wie? Oh, allerdings. Wie? Geben Sie einfach her und verschwinden Sie. Okay. Dann hätten wir ihn doch abgelenkt. Der Verkäufer hat vergessen, Löcher in das Magazin zu stechen. Doch ich fürchte, dass er meinen großen Schatten bemerken würde, sobald ich mich über den Stand beuge, um die Schokolade zu stehlen. Ja, aber der Junge wollte das doch machen, dachte ich. Hat er nicht gesagt, ich habe ihm noch nie etwas geklaut? Nee. Nein, nein, nein. Dann müssen wir es hier mit diesen Sachen machen. Vielleicht das da dran? Das geht nicht. Nein. Das da? Das geht nicht. Hm. Werfen wir etwas auf den Souvenirstand. Wir haben es schon so lange, dieses Bällekind hier. Oh nein. Oh.
Oh nein, mir ist schon wieder ein Malheur passiert. Lieber nicht. Aber trotzdem danke. Oh nein. Oh nein. Das geht nicht. Hier, guck mal, Besen. Besen, ich brauche was. Ich brauche ein Seil. Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht hat Aruda für uns ein Seil. Na? Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Sie, falsch verworren. Reden wir nochmal mit dem Souvenirstandmann. Der Souvenirstandmann. Ich möchte noch keine. Ich will ja auch nur mit ihm hier. Ist jetzt schwierig, ihn hier. Souvenirstand. Souvenirstand. Boah. Hallo? Oh nein, wir können ihn nicht mehr ansprechen. Doch, da ist noch irgendwas. Ich konnte auch irgendwas nehmen hier. Nein, was konnte ich denn jetzt hier nehmen? Da, wartet. Ah. Verdorri. Hey, da war was. Ich hab's genau gesehen. Da. Schoki. Ja, er wird das jetzt bemerken. Nein, er würde meinen... Gut, dann versuchen wir das jetzt erstmal hiermit. Mit der Schokolade. Werfen wir den Anker danach aus? Nö. Gut, dann nicht. Dann machen wir es mit dem Besen. Nein? Okay. Mit dem Bällecken werfen wir Schokolade. Keine gute Idee. Ah, Mann. Das geht nicht. Ich brauche ein Seil oder so. Ich glaube nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Andersrum auch nicht. Oh nein. Oh nein. Keine gute Idee. Lieber nicht. Lieber nicht. Habe ich denn sonst auch irgendwas hier? Das war aber jetzt mies, dass man das hier so anklicken muss. Aha, Schokolade. Ich rede nochmal mit dem Jungen. Ich brauche ein Seil. Oder den Teppich. Kann man auf die Charaktere rechts klicken machen oder einfach was? Ja, kann man. Der Junge erinnert mich irgendwie an McGuire. Was aus dem wohl geworden ist? Genau, McGuire. Stimmt. Aber das war noch nicht mal der Junge, den ich eigentlich meinte. Den kann ich mir nicht mehr angucken. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Vielleicht später. Aber stimmt, danke Felis. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ja, ich gebe dem Jungen gleich was, aber... Ein etwa 60 Jahre alter Mann nimmt Untersuchungen an einem Brunnen vor. Interessant. Vielleicht das Bällecken. Ich glaube aber nicht. Das wird nicht funktionieren. Genau, habe ich mir schon gedacht. Vielleicht der Besen. Nanu? Mal eben kurz meine Maus wiederholen. Besen? Nö. Oder Anker? Ich glaube nicht. Oder Nadel? Das geht nicht. Oder Schraubendreher? Schlecht. So, was können wir noch machen? Vielleicht haben wir jetzt irgendwas Neues hier, was wir uns angucken können. Die Zisterne. Da, eine Tasche. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe, den netten alten Herrn zu bestehlen, nehme ich den mir am griffbereitesten Gegenstand aus der Tasche. Einen Bindfaden. Aha. Okay. Dann kombiniere... Kombiniere Bindfaden mit Anker. Kombiniere Anker mit Schokolade. Wir ankern uns jetzt hier die Schokolade.